Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Subnautica, Alter. Danke erstmal an die paar Leutchen, die es tatsächlich schaffen, die Videos zu daumieren, Alter. Das hilft mir, euch massiv, Alter. Krasser, als ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Deswegen ganz spezielles Danke an euch. Was machen wir denn gerade? Wir sind auf dem Weg nach Rapture ein letztes Mal zu dem... Ja, was noch Rapture ist. Holy shit. Es ist jetzt ungefähr 3 oder 4 Stunden, nachdem ich gesagt habe, ich werde mal ein bisschen die Sachen rüberbringen in unsere neue Basis. Das bedeutet für mich, es ist 1:30 morgens. Ich bin a little bit müde, aber das soll uns jetzt hier nicht aufhalten. Ich wollte euch nämlich nochmal mitnehmen auf einen letzten Ritt in Richtung Rapture. Dahin, wo, ja, wir den Großteil unserer Zeit verbracht haben. Hier schwimmt übrigens unser selbstgezüchteter... Ja, ich weiß gar nicht, Phantomrochen oder wie auch immer die heißen. Da geht sie hin. Unsere ehemalige Basis. Nicht vergessen, die Boje mitnehmen. Ansteigen. Wenn wir gerade hier sind, will ich noch kurz zu unserer Rettungskapsel. Und muss sagen, ich hatte ja gesagt, ich bringe nur die Sachen rüber, die Basis, also alles, was wir hinstellen, das machen wir zusammen. Und ich habe mich vielleicht nicht 100% dran gehalten. Ich habe mir gedacht, ich ermögliche uns einen guten Start in die neue Basis. Deswegen habe ich das schon mal ein bisschen vorgelegt. Kommunikator gibt's nix. Das wollte ich mitnehmen. Ach, guck mal einer an. Das nehmen wir mal mit. Die Sachen brauchen wir nicht. Hier ist leer. Hier ist auch noch was drin. Die nehmen wir mal mit. Ja, komm. Das können wir ja da reinmachen. Ich glaube übrigens, ich habe rausgefunden, wie das funktioniert. Man muss gedrückt halten. Auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das Teil funktioniert. Ihr wisst es bestimmt. Und für uns geht's jetzt nach Rapture 2. Yes, yes, yo, Alter. Wir werden da die Signalboje anbringen. Und dann zeige ich euch mal die Basis. Hat sich einiges getan. Wir haben alles da, dass wir gut starten können. Das Lager ist geordnet, auch wenn ich natürlich mich da noch nicht so wirklich auskenne. Aber es ist funktionabel, Leute. Funktionabel, Alter. Ich chill übrigens immer noch hier in einem Tanktop. Ist ja sonst nicht so meine Art, so vor die Kamera zu treten, aber ich konnte mir einfach nicht zusammenreißen, hier jetzt irgendwie mir ein schickes T-Shirt anzuziehen oder sonst was, Alter. Meine Haare sind auch ein bisschen wüst. Ich meine, fuck it. Weißt du, fuck it.
ich habe Urlaub. Heute ist quasi offiziell immer noch. Eigentlich, nee, warte mal, eigentlich ist es ja schon mein zweiter Urlaubstag, aber ich war ja noch nicht im Bett. Deswegen für mich immer noch mein erster richtiger Urlaubstag. Und ihr könnt hier schon sehen, die Basis mit all ihren Elementen. Ich habe hier hinten schon mal ein paar Pflänzchen angebaut und da seht ihr auch einen unserer Knuddelfische. Wo der andere ist, weiß ich tatsächlich nicht. Und ihr könnt sehen, ich habe verdammt viele Solarmodule, Solarpaneele angebracht, denn ich habe hier ernsthaft Probleme irgendwie das Energieniveau im positiven Bereich zu halten. Wie ihr seht, schwankt das und geht so langsam nach unten. Jetzt natürlich sowieso, weil die Seemotte aufgeladen wird. Na, hier unsere Poster. Hier haben wir schon quasi, also das ist auch der Eingangsbereich, ne? Und hier kommt es darin, quasi. Da haben wir natürlich unser Wasserbehälter. Ich habe hier zwei Medikit-Fabrikatoren angebaut. Dann haben wir hier Wasser, First Aid und Batterien. Na, und gleich daneben Batterieladestationen. Hier hinten dann den komischen Scannerraum, den wir ja quasi nie nutzen. Dann jetzt ins Herzstück. Hier ganz gechillt, Alter. Quasi das Lager. Wo wir wirklich alles drin haben, was wir brauchen. Warte mal. Fahren nehmen wir noch mit. Zack. Blei haben wir da drüben. So, hier hinten. Ich habe schon mal, weil ich bin ja die ganze Zeit hin und her gefahren, habe schon mal geguckt. Immer wenn ich irgendeinen Fischi gesehen habe, Alter, habe ich ihn mitgenommen, so dass wir quasi von jeglicher Art, die wir hier irgendwie finden, einen dabei haben. Momentan zwei hoch. Drei hoch konnte ich noch nicht bauen, denn ja, hier beliebigen Grund einsetzen, der Sinn macht. Und dann jetzt zum geilsten Teil, nämlich ja, die Kommandobrücke, nenne ich sie mal. Ich habe hier schon mal aufgestellt, was wir alles so gefunden haben. Und da können wir jetzt eigentlich auch den Flüssigkeitsanalysator hinstellen. Wenn er dann noch irgendwie hinpasst. So. So. Und dann haben wir noch das Teil hier. So. Hier oben natürlich auch schon Kommunikator eingebaut. Ich habe hier Bürosessel, da können wir uns sogar hinsetzen und hier so ein bisschen ins Schwarze starren. Da vorne die Medusa. Hier ein Bettchen, da auch unser komischer George Plüschtier Gedöns Schwachsinn. Hier haben wir einen Kaffeeautomat, der tatsächlich Kaffee herstellt. Und hier hatten wir noch Proben tatsächlich in unserer Rettungskapsel von Marmormelonen und chinesischen Kartoffeln. Ich bin ja Fan von den chinesischen Kartoffeln. So, da kam auch schon unser Kaffee. Kaffee Americano. Americano. So, was ich jetzt noch mit euch zusammen hier machen wollte, um damit den Bau der Basis abzuschließen, ist zum einen eine ungewöhnliche Puppe herzustellen. Ne? Der gute Markiplier, mit der kann man sogar irgendwie ein bisschen spielen. Hello everybody, my name is Markiplier and welcome back to Subnautica. Nett, nett, nett. Und dann eine Sache, auf die ich mich auch schon die ganze Zeit jetzt freue, ist ein Bilderrahmen hier anzubringen.
zack. In diesem Bilderrahmen. Wir machen ja die ganze Zeit Screenshots, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel uns hier so hinstellen und so machen, Screenshot im PDA gespeichert. Da kannst du quasi aus dem PDA dir hier ein Bild raussuchen, also alles Sachen, die wir fotografiert haben, und es da reinmachen. Und wenn du natürlich weißt, wo die Bilder zu finden sind, dann können wir da auch einfach was anderes reinmachen, was uns schön gefällt. An dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an Jana K., ehemals Stammzuschauerin, mittlerweile auch mit anderen Sachen beschäftigt. Gefällt mir immer noch richtig gut, das Bild. Wer es nicht weiß, that's me, man. Me. Zack. Ja, auf jeden Fall war's das von unserer Basis. Wir holen uns mal ein paar Melonen, die wir uns jetzt gegen den Kopf schmeißen. Ne, und damit was nachwächst, hauen wir die eine hier weg. Und dann kriegen wir nämlich vier neue. So funktioniert das mit den Melonen. Deswegen bin ich eher so Fan von der chinesischen Kartoffel. Denn da können wir einfach so lange pflücken, bis da unten keine chinesischen Kartoffeln mehr liegen. Ne? Habe ich natürlich eine mit Absicht jetzt zu viel gepflückt. Aber ihr seht, ne, die Pflanze bleibt bestehen. Also ich kann mir hier eine chinesische Kartoffel nehmen, die essen und der Teil wächst dann weiter. Deswegen finde ich das schon deutlich geiler. So. Für uns geht's aber heute in eine ganz andere Richtung. Nämlich, es geht nach unten. Ins Wasser. Und ich freue mich nicht drauf. Ich freue mich ja sowas von gar nicht drauf. Stellt man aus 3 Blutöl her. Gut. Damit wir die Scheiße jetzt nicht im Gepäck haben, sammle ich mal nochmal 2 Blutöl. Das Zeug, wie gesagt, habe ich hier drüben angebracht. Hergestellte Sachen habe ich alle hier drinne, damit wir die auch nicht irgendwie blöde suchen müssen. Hier ist irgendwie Ausrüstungsgegenstände von uns, da mache ich mal den Probenanalysator rein. Bah. Titan darüber, ein Medkit haben wir bei. Wir sollten uns vielleicht noch irgendwas zu trinken mitnehmen. Da überlege ich jetzt, ob wir komm, stellen wir uns aus Koralle was her. Haben wir natürlich nicht. Nice! So, warte mal. Salz habe ich hier. So, und dann würde ich sagen, geht's für uns nach unten. Ich speichere das Ganze. Wer weiß, was da jetzt passiert, wenn wir da uns auf den Weg machen. Inventar ist okay. Boje haben wir bei. Das heißt, wir können hier nochmal schnell die Signalboje auspacken.
Sehr gut. Das hat er alles gespeichert. Da ist der Big Daddy. Welcome aboard, Captain. Ich glaube, so angespannt war ich schon lange nicht mehr. Ach, guck mal einer an. Blödes Kackvieh. So, Leute. Für uns geht's direkt in die Kacke. Größte Problem hier unten, der Leviathan. Ich überlege gerade, in welche Richtung wir müssen. Leute, ey, mir geht der Arsch auf Grundeis, ganz ehrlich. Okay, hier ist dieses komische Kackvieh. Da hinten ist der Baum. Der Baum des Lebens. Und wir sind an der 900er Marke. What the fuck? Ich meine, wir sind relativ agil. Ich rede mir das jetzt einfach alles schön hier. Musik, ja? Was bist du?
Titan. Brauchen wir noch Titan? Boah, Leute, bin ich angespannt. Ich habe keinen Bock, den Krebs zu verlieren. Inventar voll. Wir haben vergessen, den Krebs auszudingsen. Ich kann nicht mal reden, ey. Ich bin völlig fertig. Nervlich, Wrack. Können wir da rein? Weißt du, die Rochen hier drehen auch schon völlig frei. Nein, nein, nein. Du kannst mir ganz doll wehtun. Fuck. Hey Leute, kann das wirklich wahr sein, dass wir hier mit 1300 Metern Tiefe nicht genug haben? Ich glaube, ich spinne wohl. Ja, Leute, mit 1300 Metern ist das nicht genug anscheinend. Die Frage ist, wie fucking tief geht denn das hier runter?
Vor allem habt ihr gesehen, wie tief wir gefallen sind? Wir kommen hier nie wieder raus. Ah, Mann. Okay, da ist nichts mehr. Wie weit wir noch kommen. Mich die ganze Zeit, ob ich überhaupt hier sein sollte. Das noch rochen. Kann ich bis da runter? Tut er mir was? So, Kyanit. Das ist das Zeug, was wir brauchen, um herzustellen, dass wir mit... Was sind wir für Viecher unterwegs, Alter? Drecksvieh, Alter. Nein. Der schmeißt mit Lavabrocken. Da müssen wir aufpassen. Ich glaube auch fast, bevor wir uns hier weiter auf den Weg machen. Sollten wir vielleicht gucken, dass wir entsprechend tief auch tauchen können. Welcome aboard, Captain. Vorne ist noch Kyanit. Das Einzige, worüber ich mir tatsächlich extrem Sorgen mache, ist, dass ich nicht glaube, dass ich weiß, wie ich hier rauskomme. AL2 SEO, was?
5 oder 3? Da könnten wir das ja mal analysieren. AL, Aluminium, SI. Keine Ahnung, ist zu lange her. Ich glaube, da vorne geht's tief runter. Frage ist, will ich wissen, was hier so brüllt? Ganz dumm, was ich jetzt mache. Holy shit, habt ihr das gesehen? Okay. Alles cool. Dann helf mir mal hier raus, Alter. Denn für uns wird's Zeit. Das Quarz. Den Rückweg anzugehen. Aber wir sind gut weit gekommen, Alter. Ich muss jetzt das Baby hier bloß noch nach Hause kriegen. Ich folge jetzt einfach der Magma-Spur. Denn so sind wir im Endeffekt auch hier hingekommen. Was war das für ein riesen Vieh da unten?
Guck mal, ist doch schon fast der halbe Weg hier. Was machen die denn hier heute, Alter? Ich mache mir tatsächlich mehr Sorgen um den Abstieg von unserer Base hier runter, weil es da stockdunkel ist. Hier siehst du ja wenigstens, wo du langläufst, weißt du? Ich meine, klar, ist auch gefährlich hier. Aber hier sehe ich wenigstens, wo ich lang gehe. Und der Krebs ist jetzt auch nicht gerade für seine massiv alles ausleuchtenden Rundumleuchten bekannt. Dass du Stress willst. Ah, komm, wir bringen das Baby nach Hause und fertig ist. Hier ist gefährlich. Hier ist Olle Phantom unterwegs. Ich glaube eher so da vorne. Deswegen fühle ich mich noch gut. Aber auch da, wo wir zum Schluss rauskommen, wenn wir Glück haben und da rauskommen, auch da wissen wir ja, dass da ein Phantom unterwegs ist. Krakopoden haben wir hier auch noch. Oktopode, wie auch immer die Scheißviecher hießen. Ach man, Leute, Alter. Ich weiß, die Folgen, wo wir irgendwo hinkommen, wo wir vorher noch nicht waren, das sind immer auch von meiner Seite sehr seltsame Folgen. Da bin ich mal ein bisschen wortkarger. Aber seht's mir nach. Ich bin froh, wenn wir hier lebend rauskommen. So, und jetzt beginnt der unangenehme Part, wo ich noch nicht weiß, wie wir das machen wollen.
Meine Taktik ist jetzt an der Wand festklammern. Warten, bis der Boost wieder voll ist. Und weiter nach oben. Scheint ganz gut zu funktionieren. Mann, Leute, Alter. Sind wir krass oder sind wir krass? Wir sind krass. Erstmal Zeug wegbringen. Nickel, 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 Nickel. Fast mehr, als wir überhaupt unterkriegen. So. Dann gehen wir mal. Ich bin das, was du suchst. Ich will helfen. All systems online. Welcome aboard, Captain. Was wir auf jeden Fall machen, obwohl wir können ja, wir wollten ja dieses Upgrade reinmachen, dass unter warmen Umgebungen sich die Energiezellen wieder aufladen. Was mir auch gerade auffällt, ist, wir haben gar keine Fahrzeugerweiterungskonsole hier drin. 3 Titan, Computerchip, Kupferdraht. Und wir müssen noch was essen. Haben wir noch einen Computerchip am Stissel? Nope. Ist mir gerade eingefallen, dass man ja von hier irgendwie nicht das zugreifen kann, was man hier drin hat. Warum auch immer. Dieses, was ihr gerade gehört habt, das macht mir Sorge, denn das ist ein Teleporter. So, hier haben wir Shit. Da machen wir jetzt einfach Kyanid auch mit rein. So. Speichern. Yes, yes, yo, Alter. Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie was zu essen bekommen, schnell. Was zu trinken haben wir noch. Gucken, hier müssen ja auch irgendwie Fische in der Nähe sein. Vorne ist ein Brack. Damn
choice to plant life on the seafloor suggests. This may be the migration path of a huge, bottom-dwelling life form. Ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge mal an, was da runtergekommen ist. Nice. Überleg mal, Alter, habe ich hier eine riesen Basis aufgebaut und habe das, ich habe das wirklich noch nicht gesehen gehabt, ne? Ich beschwere mich nicht. So, Leute. Dann würde ich sagen, legen wir uns mal schlafen. Oh, war ja auch ein anstrengender Tag. Wie es hier weitergeht, das siehst du dann schon in der nächsten Folge von Subnautica, Alter. Wenn es für uns wieder heißt, ab nach unten. Noch viel, viel tiefer. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.